Moin, liebe Fans, herzlich willkommen zur nächsten Folge Fluting Finish mit Sascha und Janis. Und heute geht's um, ja, Saisonvorschau Deutsche Meisterschaft. Richtig. Dazu wieder ein paar News. Und das Ganze nach dem Vorspann. An unser neues Intro muss ich mich echt noch ein bisschen gewöhnen, ne? Ja. Ah, Sascha, wie geht's? Alles gut? Ja, alles gut. Knochen tun weh vom Wochenende. Ja, du warst ja wild unterwegs. Ich war nicht wild unterwegs, aber es war kalt und ich habe im Bulli geschlafen, hinten auf der Klappmatratze mit Decke und das war nicht so bequem. Ich werde nicht jünger. Nee, vor allen Dingen ist es auch einfach noch Anfang April. Mhm. Oder ja, da war es noch Ende März. Ende März, wollte ich gerade sagen. Also, das schläft wenn du im Bett liegst und du kannst deinen Atem sehen, dann ist, weißt du, es ist nicht so wirklich warm. Dann sollte man eigentlich auch nicht draußen schlafen. Ja, war ja ein Bulli. Ja, mein Gott. Ja, oh Gott. Ja, wir haben eine Menge vor, heute diese Folge. Ich habe ganz viele Bilder von ganz vielen Treckern rausgesucht, weil wir eine ganze Menge Trecker zeigen wollen, besprechen wollen. Ja, Deutschland hat richtig Treckerflut. Ja, aber wie? Also so, schön. So viele, dass ich nicht mal alle Klassen aufnehmen konnte, weil sonst hätten wir hier eine 3-Stunden-Folge rausgekriegt. Ja, wir haben ja noch mehr Folgen. So, aber erstmal fangen wir an. Und zwar am Wochenende steht unser Pulling-Special an. Genau, wir machen eine Live-Show. Genau, mit Alpha Radio und mit The Voice of Race Ulf Schnackenberg. Und das Ganze ab 20 Uhr am Samstagabend live auf Twitch bei Alpha Radio TV oder bei uns auf dem YouTube-Kanal. Mhm. Also könnt ihr einschalten, wo ihr wollt. Hauptsache ihr schaltet ein. Ja. Und ja, was wir heute besprechen, wird Grundlage sein für Samstag, weil wir heute ja über die Meldelisten der deutschen Traktoren sprechen, der DTTO. Und am Samstag, was wir ja sonst immer zusammen gemacht haben in einer Folge, trennen wir heute, weil wir einfach über Deutschland ein bisschen ausführlicher sprechen wollen, den kompletten Veranstaltungskalender gehen wir am Samstag mal durch. Richtig, zusammen mit Ulf und Daniel. Genau, und dann bereiten wir euch dann mal reell auf die Saison 2024 vor, auf die ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich heiß bin, muss ich sagen. Ja, sie ist ja schon im Gange. Ne? Standardmäßig haben wir es ja schon einen kleinen vorgestellt, war ja schon der erste Ausblick auf das, was in Holstein dieses Jahr passiert. In Putten haben wir so ein bisschen was gesehen, was in der Richtung so geht. Ja, freuen wir uns auch Füchtorf, dass wir sehen können, was passiert in Deutschland und Anholt vor allen Dingen. Oh ja. Weil Füchtorf fährt ja auch nicht alle Klassen von den deutschen Meisterschaften. Oh ja. Und ja, kommt viel Neues. Speziell genau. Minis, ne? Aber genau. Letzte Folge schon. Oh, da sprichst du gerade noch ein ganz tolles Thema. Die Anholter haben ja pünktlich, ihr habt da heute den noch geschrieben, die haben ja Timing 10 von 10 heute. Die haben heute ein Bild gedroppt. Und zwar von einem neuen Trecker. Noch einer. Noch ein neuer Mini. Allerdings diesmal aus den Niederlanden. Das ist der neue Gompi. Ja, cool. Oder der soll ja wieder zurückkommen. Gerücht besteht ja schon seit Jahren, wie man fast sagt. Ja, sie hatten, wie gesagt, versucht, eigene Zylinderköpfe zu machen, aber irgendwas ist da so ein bisschen daneben gegangen bei der Fertigung und dann haben sie sich jetzt wohl wieder auf die alten Roverköpfe besonnen. Das kann sein. So gehört. Ob das nun stimmt, keine Ahnung. Aber also, auf alle Fälle kommt er wieder. Viele Informationen habe ich nicht. Er kommt wieder und vor allen Dingen, die Premiere soll in Anholt steigen. Sehr schön. Von daher... Dann haben wir aber eine Armee von V12 Minis am Start. Ja, wenn die alle kommen, hoffen wir es. Ja gut, das ist ja auch quasi Heimpol für die, dann ja, wird sie ja wohl da sein. Ich will es hoffen. Auf jeden Fall, ja, noch eine Mini-Premiere in Anholt. Also das wird eine echt coole Sache. Dann habe ich heute auf der ETPC-Webseite was gelesen. Und zwar eigentlich eher so ein paar nicht so schöne News. Und zwar, dass es in diesem Jahr, wie man eigentlich auch schon fast erwarten hätte können, keine große Europameisterschaft geben wird. Ja, war abzusehen. Genau. Es sind so viele Traktoren, die sich da qualifizieren und der Veranstalter der jeweiligen EM soll dann für alle die Transporte dahin bezahlen zum großen Teil. Das kann man nicht reißen und somit ist das eigentlich ein Ding, was fast nicht finanzierbar ist. In Brande ging es, weil das ist halt ein Riesenverein mit Freiwilligen. Da sind keine bezahlten Leute auf dem Platz, die da arbeiten. Aber jedes Jahr können sie es anscheinend auch mitmachen. Aber die können es auch nicht. Ja, das haben wir in Füchtorf schon vor ein paar Jahren gelernt, dass wenn du eine Europameisterschaft machst, dann drehst du Geld in der Runde. Mhm. Na, das ist, für die Fans ist es unheimlich toll. Aber ja, der Reiz der Europameisterschaft ist ja auch irgendwie weg. Du hast die guten Schlepper alle auf dem Eurocup. Zu den glorreichen Zeiten der Europameisterschaft konnte man diese Kämpfe der besten nationalen Trecker nur dort sehen und vielleicht in Rotterdam. Rotterdam hat es auch dahin gerafft und der Eurocup hat quasi alles übernommen. Wir haben heute keine Europameisterschaft mehr, wir haben Eurocup. Ich finde es ein bisschen schade, ich fände es cool, wenn man eine Europameisterschaft machen würde mit denen, die nicht Eurocup fahren. Und dann sollen doch die Vereine aus den jeweiligen Ländern mal die Transportkosten für die Teams bezahlen, die da hinfahren aus dem jeweiligen Land. Ne, die kleinen kleinen Länder haben sowieso nicht so viele Traktoren, das heißt auch nicht so hohe Kosten.
Oder man macht mal Teams oder sowas. Und eine Teamwertung wäre da auch mal cool. Wenn du ein paar Klassen findest, die in jedem Land gefahren werden, dann kann man da was machen. Ja, das ist ja mal eine Methode rauszufinden, welche Klassen wirklich gebraucht werden. Ja. Also was es wohl geben soll dieses Jahr, beziehungsweise wo die ETPC gerade mit verschiedenen Veranstaltern verhandelt ist, Zitat, ist, dass vielleicht vereinzelte Klassen irgendwo als EM-Wertung gefahren werden. Ja, da ist was im Rumor im Hintergrund. Genau, was aber rauskommt, weiß ich auch. Genau, was dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall aber keine zentrale Europameisterschaft geben, wie sie letztes Jahr in Brande hatten. Yeah. Eigentlich sehr schade, aber gut, kann man nichts machen. Ja, Thema Minis, gab es auch noch interessante News aus den Niederlanden. Oh ja, nie. Und zwar, die Lambada-Jungs haben sich verstärkt. Beziehungsweise, sie haben den alten Lambada 1 wieder zurückgeholt. Ja, nach Hause. Der stand hier in Bremen. Genau, tatsächlich. Yannick Frex schrieb mir noch, er sagte, ja, der stand 5 Kilometer von unserer Badboy-Werkstatt entfernt. Genau, ja, richtig. Da, wo jetzt die alten Lambada-Hinterreifen drauf sind. Ja, da hätten sie den Transport ja auch einfach machen können. Ja. Ja, nee, Traktor ist ja früher von Andreas Reinhold gefahren worden, Blue Magic. Und der hat dann ja umgebaut auf ein neueres Chassis mit größerem Motor, mit Kompressor. Und dieser, was ist das, ich glaube ein 440er Pfeifler oder so. 426er Pfeifler. 426er noch mit der kleinen Kurbelwelle. Ja, der ist dann hier in, ich sag mal, im norddeutschen Raum zu einer Zeit gefahren, wo wir hier so eine kleine eigene Minimeisterschaft hatten. Ach, die, ja, da ist, ja. Okay. Die, die letzten Ausläufer davon, kann man, glaube ich, gesehen, sind, glaube ich, in Volkmars noch gefahren. Bevor es da Gartenpulling gab, genau. Der DDT-Oter losging richtig so. Und der Traktor war eigentlich immer noch im quasi Originalzustand, mal abgesehen vom Lack. Das Einzige, ich habe die Traktor-Bilder mal, wenn man die mal vergleicht so ein bisschen, das ist ein Originalbild für, aus den, ja, 1990. Da ist nicht viel verändert worden, außer der Lack. Nein, das ist immer noch die gleiche Hinterachse, der gleiche Motor, die gleiche Einspritzanlage, die gleiche Zündung. Ja, so ist das, ne? Mit einem Saugmotor kann man ziemlich lange fahren, wenn man ihn nicht zu weit übertreibt. Ja, da kannst du viel mit machen. ja, was sie damit vorhaben, keine Ahnung. Es stand auf jeden Fall more coming soon. Also, ja. Ich glaube nicht, dass der einfach nur hinten in die Ecke gestellt wird, weil sonst. Ja, gut. Würdest du nicht schreiben. Irgendwas Wettkampffähiges kann man damit nicht mehr machen. Das ist, die Achse passt nicht, das Getriebe passt nicht. Ich glaube, die Schwungschale von der Kupplung und die Kupplungsscheiben kannst du noch gebrauchen. Den Rest kannst du, glaube ich. Ja. Naja, oder nicht besser als Autoschrauben oder so. Das macht mehr Spaß. Oder man meldet ihn einfach wieder an als ja. Nachwuchstrecker. Ja, also ich denke mal, das wäre doch schön, wenn man den nochmal fahren sieht. Ja. Das können sie doch sicherlich machen irgendwo. Genau. Ich weiß nicht, ob er dafür einen Käfig aufbauen muss, aber. Aber wie man sieht, Happy Old Man. Ja. Willem passt auch wieder immer noch. Willem passt immer noch auf, genau. dann hast du mir eine E-Mail geschickt, die du von Stefan Heu gekriegt hast. Ja. Und zwar, das Team Schluckspekt hat uns informiert, was bei denen so abgingen wird. Mhm. Stefan, an dieser Stelle, Redaktion oder generell an alle, Redaktion ist Jannis. Ich mache hier, wie gesagt, die Technik und sitze daneben als Fragenbeantworter. Aber wenn ihr was, das Skript, was hier vor uns liegt, das macht er. Ne? Also Inhalt, Jannis, bitte. Genau. Wenn ich also, das machen soll, drehe ich durch hier. Ich will auch ein bisschen was zu tun haben hier. Ja, die Schluckspechts waren fleißig im Winter, wieso sind noch fleißig. Einfach mal ein paar kleine News zu jedem Trecker. Der 600 Kilo Schluckspecht, der Urschluckspecht, sage ich mal, der ist fertig für die Saison. Da ist laut Team nicht sonderlich viel passiert. Außer dass irgendein Programmierfehler in der EMU gefunden wurde. Ja, den haben sie ausgemerzt. In den Tiefen der Elektronik, da kennen wir auch was von. Genau. Und der ist ausgemerzt worden und ja, ansonsten ist der Traktor fertig für Anhold. Schön. Ja, dann haben wir den Schluckspecht Ceraptor. Da sieht man schon, in schlechten Wegen gab es schon einmal neue Hinterreifen. Alten Satz von Tommy, vom Genie. Und ich glaube, sonst ist da auch gar nicht so viel passiert, außer dass es zwischen Fürcht und Anhalt eventuell nochmal neue Ventilfeder geben soll. Mhm. Ja, er hat ja das Problem, dass der immer so unsauber läuft oben rum. Und das ist einfach, die Ventilfedern sind bei Ladedruck einfach nicht stark genug. Die Originalfedern sind dafür einfach nicht gedacht. Und ja, wenn das mit der Drehzahl höher wird, müssen die Ventile stärker werden. Wenn der Ladedruck kommt, müssen sie ein bisschen mehr haben unter Umständen. Ja, beides gleichzeitig. Deswegen, da soll es zwischen Arnold und Fichter von Arnold eventuell, wenn die Zeit da ist und nicht zu viel kaputt geht, nochmal was getauscht werden und nochmal getestet werden, dass man mal einen direkten Vergleich hat zwischen Fichter von Arnold, da es ja nur eine Woche auseinander ist. Ja, sind ja nur 48 Ventile. Haben wir ein paar weniger. So, und dann gibt's den neuen Specht.
Namen hat er noch nicht richtig, aber auch da geht es irgendwas voran. Mit Punkt Punkt Specht. Genau, Punkt Punkt Specht ist er in der DM angeschrieben. Also er ist für die DM angeschrieben, allerdings war die Farbe des Namens rot. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Jahr auf die Bahn kommt, ist relativ gering. Aber das Team, also Stefan hat auch geschrieben, dass sie da relativ entspannt an die Sache rangehen. Ja. Keine Hektik aufkommen lassen. Er hat uns übrigens eingeladen, dass wir in die Werkstatt kommen, beziehungsweise hat gesagt, was auch eine coole Möglichkeit wäre, er macht uns mal ein Video. Ja, damit. Ja, her damit. Beziehungsweise wir können ihn ja auch mit in die Sendung nehmen. Wie das jetzt geht mit größeren Gästen, kriegen wir auch. Und ich denke, da sollten wir nach der Live-Show nochmal drüber sprechen. Da können wir mit ihm nochmal schnacken. Da machen wir noch was. Das machen wir nochmal. Ja, und ansonsten der neue Specht, da geht es wohl gut voran. Aber wie gesagt, konkretes Datum für den Start gibt es nicht. Ja, ist auch verrückt, so ein Datum festzulegen. Für ja, das kannst also, du nicht. Du weißt ja nie, was kommt. Du bist abhängig von anderen Leuten und dann sagst du, ich will da und da fahren und dann erzählt dir irgendeiner von deinen Zulieferern, ja, nö, klappt gerade nicht, ne? Wichtigeres vor. Und dann stehst du da und hast dein Wort nicht gehalten. Am besten deswegen nicht so viel dazu sagen. Nee, genau. Aber es kommen wohl neue leichte Kolben rein, die selbstgebaute Kolben. Ja, ansonsten Nockenwelle ist umgeschliffen, wie er geschrieben hat, Marke richtig böse. Ja, Einlass. Ja, größere Turbos. Größere Turbos. Einlass anstatt 87 wie beim alten Specht sind 117 mm, zweimal. Ja, und ansonsten Kaiserkupplung kommt rein und der Rahmen an sich bleibt, ist wohl geblieben, wie er ist. Ja, gut, der kam vom Le Coiffeur, das wäre ja auch ein Blödsinn, den neu zu machen. Ja, genau. Also von daher, da geht's auch voran. Und ja, wenn ihr dem Ganzen folgen wollt, guckt auf seine Internetseite. Ja, er schreibt immer schon schöne Artikel. Genau, kann man sich super durchlesen, versteht auch der nicht so technisch Versierte, kann damit auch was anfangen. Ja. Ich spreche aus Erfahrung. Nach dem Motto, wenn du das verstehst, verstehen andere das auch. Genau. Schön. Also sonst mal gucken bei Schluckspecht-Pulling. Ich weiß nicht, ob es schluckspecht-pulling.de ist. Ansonsten mal bei Google reinkommen, Schluckspecht-Pulling. Ja, kommt ihr automatisch auf die Seite. Oder YouTube, da ist er auch ganz fleißig. Genau, YouTube ist auch ganz fleißig, wenn der Erklärbär wieder loslegt. Der letzte Raptor. Der Erklärbär. Ja, und dann kam in der letzten Woche nochmal was super Interessantes aus den USA, was du ja schon auf deiner Reise gesehen hast. Ja, ich hatte es schon live gesehen. Ich habe schon Videos gesehen, wie er lief und wir durften aber nichts dazu sagen. Also sagen schon, aber nichts zeigen. Ja, Bollingers haben dann in der letzten Woche im, wie heißt der, No Practice Podcast von den Amis vorgestellt. Da war Steve auch im Interview. Eine super lustige Geschichte. Also auch der Podcast ist witzig. Also wenn man sich mit Traktorpolitik ein bisschen mehr auskennt und einigermaßen Englisch kann, da sind drei Fahrer aus der Mini-Puller-Klasse, also ziemlich hoch oben fahren. Chase Richardson, Adam Köster und wie heißt der Langhaarige noch? Ja, komme ich gerade nicht drauf. Sean Morrissey hätte ich beinahe gesagt. Ja, der Sohn ist das, genau. Ja. ich fällt den Namen gerade nicht ein. Ja, auch nicht, macht ja nichts draus. Auf alle Fälle die... Tyler Slaw, ja, genau. Sohn von Bruce Slaw. Genau. So, ja, auf alle Fälle, die hatten dann, ich sag mal, so eine... Dreiviertelstunde oder Stunde sich mit Steve Bollinger unterhalten, haben zwischendurch Larry Ridgewein angerufen, das ist der technische Direktor der PPL im Moment, ne? Also nicht mit der NTPA, der hat die Seiten gewechselt. Ja, und was haben die Bollingers gemacht? Sie haben einen Getriebesatz und Ansaugspinnen gekauft, die in den, ich glaube mal, späten 80ern, frühen 90ern schon mal auf einem Trecker gewesen sind, der auch einen Allison hatte, und dann kann man zwei Rutzgebläse auf den Allison-Baum, wie sie auf dem V8 gefahren sind. Problem damals in der frühen Zeit war, dass man wegen der Einlasstemperaturen die Spritmenge im Methanol so hochdrehen musste, dass die originale Allison-Zündung das nicht mehr verarbeiten konnte. Also konnte nicht mehr zünden, weil der Widerstand an der Kerze zu hoch. So, jetzt gibt es ja inzwischen diese MSD-Zündung, diese Magnetzündung, die fahren Bollingers und die hat auch Rico auf dem Fighter bis vor kurzem noch gehabt. Die macht auf alle Fälle genug Leistung, als dass man Spritmengen so entsprechend feststellen kann. Ohne dass man jetzt Fehlzündungen kriegt oder, wie sagt man so schön, so ein Fluid-Block, hatte ich beinahe gesagt, dass du also so viel Sprit im Zylinder hast, weil er nicht entflammt wird, dass er also flüssig ist und sich dann ansammelt, dass du irgendwann die Pleuel krumm hast, weil man, ja, Hydrolog hieß es, genau. So, ist mit den besseren Zündungen also jetzt vorbei. Oder sollte vorbei sein. Und jetzt haben sie es gebracht, das nochmal zu machen. Und ja, haben das einfach jetzt mal gebaut. Es läuft auch. Wie viel Leistung das macht, wissen sie noch nicht. Sie haben auch jetzt erstmal ganz vorsichtig ganz niedrige Kolben da drin. Und alles noch relativ sehr zahm. Die Blauer sind jetzt gut, aber auch nicht der allerletzte Stand. Das ist ein 871er Lader. Also im... Ja, der 871 beschreibt ja die Länge. Ja. Ne, ist die Länge eines Kompressors von einem 8-Zylinder 71er-Serie Detroit-Motor. Zweitakter Diesel. So,
der Trick in diesen Ladern ist ja nicht die Länge. Auch, aber die Verschränkung der Rotoren in den Ladern ist so das, wo Musik spielt. Das heißt, die machen aus so einem eigentlichen Rootskompressor eigentlich immer mehr einen Schraubenkompressor. Das nennt man dann dieses High Helix. High Helix heißt ganz ist drin. Ja? So, und auch im Gehäuse selber in der Luftführung hat sich in den letzten speziell 5, 6, 7, 8 Jahren richtig viel getan. Ja, wie gesagt, der letzte Stand der Lader ist das nicht. Das ist jetzt erstmal so ein gröberer Funktionstest. Mhm. Geht das überhaupt? Ne, wenn man da noch nicht weiß, ob es geht, gibst du jetzt so ein guter Lader, ist ja locker $15.000. Einer. Ich gebe ja nicht $30.000 für Lader aus, für was, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert. Und so. Dann aber nochmal zwei mehr, also 60. Stimmt, für zwei Motoren, ja. So, und wie gesagt, aber es ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass in Amerika wieder was passiert, was nicht so nur V8 ist. Und da drüben sind alle total heiß auf die Kiste. Und so wie ich das mitbekommen habe, haben auch die Organisationen gesagt, bitte, bitte kommen. Dass wir die freie Klasse wieder aktiv bekommen. Das haben wieder was Neues passiert. Ja. Also ich finde es super interessant. Ich bin echt gespannt. Dass es geht, wissen wir. Ne? Also wenn man Gators guckt, der hat halt nicht zwei kleine Lader, sondern einen großen. Und da sind ja noch mehr mit Kompressor und Blower gefahren. Und ja, nicht viele Minis in Dänemark früher schon mit dem Rover. Ist ja nichts Neues. Also ist ja das, was wir jetzt in der Miniklasse in Deutschland auch zweimal wieder haben. Ja, ist im Prinzip das Gleiche. Es sieht halt nur cool aus, wenn man zwei Lader hat und zweimal Ansauganlage da oben drauf, zweimal Ansaugstutzen und zweimal drauf. Ich weiß, man hatte das Foto in eine Gruppe geschickt und ein Mitglied dieser Gruppe sagte nur, oh scheiße, jetzt wird der ja auch umgebaut auf V8. Und ich so, guck mal genau. Oh, das ist ja gar nicht V8. Nee, das war toll. Oh, das ist ja da voll cool. Jetzt gedacht, so was hat er denn jetzt? Nee. Ja, das wird super interessant. Ich bin sehr gespannt, was mich da dann im Sommer mal erwartet, wenn das Ding auf der Bahn ist. Hoffentlich dann auch noch heile ist. Genau. So, Frage der Woche. Ich wieder. Ha. Nee, ich glaube tatsächlich, diesmal bist du nicht so dran. Also dann kannst du lieber antworten, dann bin ich jetzt still. Dann trinke ich Tee. René-Möllers von Instagram fragte, werden in diesem Jahr viele diese Superstars auf die Bahn kommen? Also ich bin ehrlich, ich weiß von zwei, die wir in Europa haben, die planmäßig dieses Jahr fahren sollen. Das ist einmal der Loaded Deer aus Norwegen und einmal der Neighbors Nightmare aus den Niederlanden. Ja. Wir haben noch den Rowdy, der wird ja auch immer noch aufgebaut, aber der ist nicht für die DM dieses Jahr gemeldet, von daher gehe ich nicht davon aus, dass er dieses Jahr irgendwo auf der Markt. Ja, aber Hans ist dran. Ich habe ihn in Louisville getroffen, er war auch da mit seinem... Ach, war ein Zufall, ja, da muss man erst, was weiß ich, wie viel 1000 Kilometer fliegen, damit... Ja, ja, der hat Teile von dort mitgenommen, also er arbeitet. Ah, das ist gut, gut zu wissen. Ja, also da wird auch geschraubt, aber ansonsten, ich glaube, mehr diese Superstocks haben wir... Ja gut, wir werden in Made noch einen sehen von Amerika. Genau, in Made werden wir noch den Hans Boxler sehen mit The Special. Ist jetzt kein Bau für Europa, aber er wird halt die Show fahren. Ja, und dann mal gucken, ob der Loaded Deer auch nochmal den ein oder anderen Ausflug vielleicht Richtung Deutschland machen könnte. Ja. Aber Eurocup gemeldet ist ja leider nicht dieses Jahr. Ja, vielleicht hat diese Regel, dass man jetzt, ich glaube in den Niederlanden ist es, dass man jetzt mit den Billetblöcken und Köpfen fahren darf. Bei Diesel, vielleicht hat das noch ein bisschen... Ich glaube, es ist ein Test so in die Richtung, ne? Mit ja, das ist halt, Diesel ist halt brutaler für den Motor als Alkohol. Ja. Alkohol hat eine ganz langsame Verbrennung. Diesel ist wirklich in einem Moment voll auf die Nuss. Und da kannst du fast gar nicht stabil genug gegen bauen. Und wenn du dann nicht Pleuel und Kurbelwelle und das alles stabil genug hast, dann reißt es dir den Block auseinander, wenn es nicht hundertprozentig läuft. Und dann hast du jedes Mal komplett Schaden. So mit den Billetblöcken, die sind dann so ein bisschen stabiler. Mhm. Ne? Das heißt, da muss man zwar einmal richtig Geld ausgeben, aber man hat da wahrscheinlich auch was davon. Oder dann hast du was, ne? Ja. Ja, ich hoffe, der konnte mir die Frage mit beantworten. Mhm. So, dann lass uns mal reingehen. IDTTO, Saisonvorschau. Also die Meldelisten könnt ihr einsehen auf der DTTO-Webseite unter Saison 2024 und dann Teilnehmer. Mhm. Da könnt ihr die Namen der Trecker lesen, die gelistet sind. Allerdings habt ihr keine Bilder dazu. Dafür sind wir jetzt da. Beziehungsweise auch, da sind auch einige neue Namen. Wir sind da ja eigentlich gar nicht für zuständig, weil Fotos machen wir im Moment nicht. Fotos machen wir nicht, aber... Jan und Schizo. Jan, Schizo und Timo. Ja, klar. Die machen ja... Ach, apropos vergessen. Ich muss noch was sagen. Ich bin ein kleiner Vollstreit auch angesprochen worden, was ich denn gegen die Blue Fighter Jungs Eliminator Jungs hätte. Hä? Ja, ich habe beim letzten Mal nicht erwähnt, dass in Grasbeck das so schnell ging. Nicht nur, weil Eike gebremst hat, sondern auch, weil der Eliminator da war. Ach so. Das hat mich auch gebremst. Das muss ich übrigens auch sagen in Kleinen Vollstedt.
auch Show super flott. Also da können sich viele was von abgucken, wie schnell man eine Veranstaltung durchziehen kann. Anekdote am Rande. Kleinvorstadt hat in einer Klasse 263 Anmeldungen oder sowas. Die konnten sie natürlich nicht alle nehmen, die haben doch 30 pro Klasse begrenzt. Aber weißt du, was da los wäre, wenn die das aufmachen würden? Könntest den ganzen Tag eine Gebietsklasse auf zwei Bahnen fahren. Nur mal so eine Idee Morgen. dafür, was los ist in Wir machen Holstein. jetzt nächstes Jahr dann 3 Tage klein vorstellt. So, weil ein Tag ist eine Klasse ist schon mal einen ganzen Tag lang. Das ist wie ein Mini-Pool in Australien. Du Scheiße, ey, 280. So, weiter hier, wir sind Ja, da. wir schreiben wieder ab. Macht ja nichts. Oh, Himmelswind. Ja, aber das sieht in Deutschland tatsächlich in der DDTO ja ähnlich aus. Also, wenn ich so die Listen durchgeguckt habe, da haben wir Klassen bis zu 26 Starter gefüllt, Ja, innerhalb Sport. ja. Also Wahnsinn, was da dieses Jahr los ist. Ist natürlich immer die Frage, kommen sie alle zu den Events? In der Regel, gerade so eine Sportklasse ist es ja immer so ein bisschen auch Macht ja nichts. regionsabhängig, aber du Ja. hast halt diese Masse an Trekkern, die gemeldet ist. Und das heißt, du wirst auch, eigentlich so ziemlich egal, in welcher Region du wuchst, du wirst immer so eine Klasse haben, wo mindestens 8 bis 10 Trecker auf jeden Fall am Start sind. Und das ist halt geil. Ja, das war ja Ziel der ganzen Angelegenheit, deswegen Ja. haben wir es ja gemacht. Ich habe da noch so eine komische Geschichte aus oder so, was heißt komisch, und so ein Zitat im Hinterkopf, das ist, glaube ich, jetzt etwas über 8, 9 Jahre her, wo man mir mal auf einer Vorstandssitzung gesagt hat, ach, das mit diesem Farmpulling ist eine Modeerscheinung, gib denen mal 10 Jahre, dann sind die auch wieder fertig. Nö. Hat gut geklappt. Nö. Hat super geklappt. Wird nur schlimmer. Wird nur schlimmer, ja. Ja, dann fährt inzwischen auch Sport. Ja, Richtig und mit die fahren ihre eigene Meisterschaft. richtig mit Reglement. Die fahren ihre eigene Meisterschaft mit drin. Ja, was ich jetzt nicht mit reingenommen habe, waren die Hobbysport-Traktoren, weil erstens kenne ich sie nicht alle und zweitens sind es auch wieder von der Masse her so viele gewesen. Die konnte ich jetzt Die nicht. Meckerei hörst du dir aber an, Ja, ne? die höre ich mir an. Okay. Also, liebe Hobbysportler, seht es mir nach. Es tut mir sehr leid, aber ja, wir haben auf jeden Fall aber in der 3,5, 4,5 Tonnen Hobbysport auch 15 bis 20 Starter gemeldet. Ja, die gucken wir uns dann für Arnold nochmal an. Die gucken wir uns Verhandelt dann nochmal an. Und dann. Apropos Veranstaltung. Vielen Dank da. Genau. Das haben wir vergessen. Ja, Kriegen wir Ärger aus wir Hattenburg. haben endlich wieder einen Sponsor. Genau. Endlich sitzen wir hier nicht mehr für Lulu. Vielen Dank an Traktor Pulling Hasmoor. Denkt an Hasmoor, fängt Pfingstmontag. Montag ab 9:30 Uhr oder 10 Uhr. 10 Uhr, 10 Uhr. Südpol des Nordens. Hinfahren wird gut. Ja, ist wie gesagt, das ist die heiße Ecke von Deutschland, wo am meisten Traktorpulling stattfindet. Und wenn ihr da noch mehr wissen wollt, Samstag einschalten. Ja, und die Dänen sind ja auch immer da, das ist ja immer das Lustige. Ja, die Dänen, Schweden und es tut sich vielleicht. was in Hasmoor, es tut sich wirklich was. Du weißt, ja, okay, Ja, so langsam aber stetig. Sie bereiten vor, dass sie weitermachen und das vernünftig. schnacken wir Samstag mal drüber. Gut, ja, ich würde sagen, gehen wir rein. Ich fange mal an, diesmal mit den Gartenpullern. Und zwar, ja, 500 Kilo Standard, 6 gemeldete Traktoren. Ein Traktor ist verkauft, der Gold Edition. So heißt es in der nächsten Aber Saison. wenn ich Hier oben. das Bild kenne ich, also nicht von das Foto, sondern so einen Traktor hatte ich auch mal. Ja, das ist ein neues Team. Der Traktor soll Little Solution heißen. Ich glaube, die Vorlage sollte da klar sein anhand des Namens. Und ja, für die neue Saison wird da ein neuer Trecker gebaut, dass wir insgesamt dieses Jahr 6 am Start haben. Ja, das ist Der Gold ein Edition ist. Supro 10. Müsste ein 1050 oder ich glaube ein 1032 oder 1050 sein. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ist ein Gutboot, auf alle Ein Fälle. Gutboot, ja, Ja, und das das hätte ich ist auch so noch die erkannt. typische Basis, wo auch die meisten anderen Traktoren hier Ja. drauf aufgebaut werden, weil das so das Stabilste ist, was wir als Traktor im Gartenbereich, sag ich mal, mit so Einzylindermotor in Deutschland hatten. Und die kann man auch einigermaßen bezahlbar kaufen, wenn sowieso ein anderer Motor reinkommt. Auf jeden Fall schön, dass diese Klasse auch wieder wächst. Ja, das ist unser absoluter Genau, Nachwuchs, das sind ne? Den die, brauchen wir auch. den brauchen wir ganz dringend. So, dann lass uns mal in die 500 Kilo Freiklasse gehen. Und da hat sich einiges getan über den Winter. Und zwar haben wir insgesamt 19 Starter dieses Jahr wieder gemeldet. Hui! Also wir sind, die sind wieder wesentlich mehr geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten noch mal so eine Zeit, da waren auch über 20, dann hat es die 600 Kilo gegeben, dann ist auch mal alles geflüchtet und dann, ja. Und wir haben einen Schwung neue Traktoren Aber das gekriegt. ist doch cool, wenn die Traktoren von unten wieder nachrüsten. Wobei die Genau. Traktoren, wenn ich so begucke, die kenne ich alle zum Ja, Teil pass auf, pass auf, schon. pass auf. Ich erzähle aber schon was zu. Ja. Der, wo Little 4 noch dran steht, der ist verkauft worden, der kommt aus der Schweiz, ist verkauft worden nach Nordhessen und wird in der nächsten Saison Akashi Express heißen. Kommt aus Okay. Nordhessen das Team, auch wohl komplett neu dabei. Schön.
Dann, wer den Trecker kennt, der sollte wissen, worum es geht. Hans Herrmann bringt einen neuen Trecker auf die Bahn, der heißt Back to the Roots. Also 600 Kilo Trecker ist er verkauft, der Kompaktdiesel ist verkauft worden, ist schon länger, der Sporty ist verkauft. Und Hans Herrmann hat aber trotzdem noch Bock auf Traktor-Pulling, also geht er wieder in die 500 Kilo freie Klasse. Okay, ja, schön. Dann ein neuer Name, Little Dream. Das wird der, ist der alte 89. Der ist ja tatsächlich, glaube ich, im Dezember erst. Dezember ja, erst bei Broncos überlegt man, ob man nicht doch was in Limited Modified bauen soll. Schön. Der war ja auch schon bei uns in der Werkstatt, mal zu gucken, wie das so geht. Und bei Broncos wissen sie auch, wie es geht. Das ist ja direkt in der Nachbarschaft von Ottmar. Haben wir schon zwei größere. Und er sagt, ja, hausfertig, Kinder ein bisschen größer, dann machen wir mal weiter was. Ich hoffe, dass er das beibehält, was er da gesagt hat. Ja, wirklich. Aber den Träger jetzt verkauft er, dann hat er ja ein bisschen Budget. Ja, ein bisschen Budget. Da könnte was passieren. Ja. Dann haben wir einen Trecker, da, von dem habe ich allerdings kein Foto. Das ist ein Name Ghost Rider, aus freier Klasse aus Dänemark wohl. Mhm. Dann Little Hunter, das ist der alte Green Scare. Habe ich heute erst erfahren, deswegen habe ich leider kein Foto davon raussuchen können. Aber wer den Green Scare müssen die meisten ja noch kennen. Ja, und das sind alleine 5 oder 6 neue Traktoren, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Allein in dieser Klasse. Und ansonsten haben wir die üblichen Verdächtigen wie. Neue Traktoren sind es nicht, aber es sind neue Leute. Ja, neue Leute. Ja. Wichtiger. Ja. Total neue Traktoren. Für Deutschland ja, zumindest macht, es ist neue ja, Leute es dabei. Ist ja, es ist ja nicht schlimm, wenn die Traktoren, die man, also wenn man jung anfängt und möchte seinen Traktor verkaufen und man kann ihn immer noch vernünftig loswerden. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du baust so ein Ding und nach 3 Jahren ist das Ding Schrott wert. Ja. Das ist in der Klasse ja absolut nicht so, weil das Leistungslevel ist halt da, wo es ist. 1,3 Liter Sauger, da geht halt nicht mehr als so einen aufgedrehten Motorradmotor. Und das ist dann auch nicht immer so der Weisheit letzter Schuss, weil der Drehmoment wiederum fehlt oder die Kurve nicht schön genug ist für so eine Bahn. Dann hast du doch die richtig grippigen Bahnen, sind dann einige mit den Suzuki-Automotoren dann doch wieder besser dabei und so. Also, ja, also es ist keine Investition für die Tonne. Du hast also, du kannst dir so einen Traktor bauen oder kaufen und kannst da 3, 4, 5, 6 Jahre fahren. Dann kannst du dich entscheiden, möchtest du weitermachen, möchtest du aufhören und möchtest du dabei bleiben. Möchtest du ein größeres bauen. Aber du hast immer noch was in der Hinterhand und kannst sagen, okay, ich möchte weitermachen, ich verkaufe und habe ein Startbudget. Genau. Für was anderes. Und das ist und man sieht anhand was so raus. Man sieht es anhand des 89, wie lange stand der jetzt in der Werkstatt? Der war auch schon jetzt 10 Jahre. Ja, ich meine, was ich viel getan habe, ist Reifen in der Klasse. Ja, ne, Reifen, der was weiß ich, was kostet der? 600, 700 Euro, 1000 Euro, keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht. Ja. Ja, aber ansonsten haben wir in der Klasse die üblichen Verdächtigen. Little Fox, Green Scare, Green Chaos, der zweite ist ja vom Back Again, Giftzwerg, Dino Revolution, Edgar ist dabei. Dann die Rüttelschüssel, Marvin, gibt alles. Ja. Little Grave Digger, der Vulkan Fighter aus Hessen, Tiger Duck, Green, Screaming Green und der Snoopy Reloaded, also. Die Klasse ist auf jeden Fall gut besetzt und unser Nachwuchs ist gesichert, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Wenn wir die Zahl der Trecker so sehen, mache ich mir da gar keine Sorgen. Kommen wir in die Kompakt-Diesel-Klasse, Sascha. Ah, jetzt sehe ich was von Leuten, die ständig immer was auf Instagram schicken. Richtig, genau. Aber ich denke, genau. Wer ist das? Ich kenne die Leute auch noch nicht, ja, aber die können wir kennenlernen. Und zwar auch da gibt es 3 neue Traktoren in diesem Jahr in der Kompakt-Diesel-Klasse. Wir haben einmal das Team Sandman. Da habe ich leider noch gar, gibt's noch gar keine Bilder zu. Der Traktor ist noch wirklich, also wirklich ein absoluter Neubau. Der wird von Grund auf neu gebaut. Dann haben wir den Little Dreamer. Das ist der alte Copper One, beziehungsweise der alte Michi Power von Hans Herrmann. Mhm. Das ist der Traktor hier unten in der Ecke. Und letztes Jahr, wer in Sonsbeck aufgepasst hat, hat mitgekriegt, dass der Green Warrior aus den Niederlanden zu verkaufen war. Ja, und kaum war Sonsbeck vorbei, ist er dann auch schon verkauft gewesen. Und zwar nach Bayern. Ui. Der wird Bavaria Puller heißen. Schön. Und wird, ich glaube nicht mit der, aber mit einer anderen Deutz-Haube wiederkommen. Wird aber ein Deutz bleiben. Gut. Das heißt, wir Kompaktdiesel fahren sie jetzt Methanol und Diesel zusammen. Genau. Wir haben die Kompaktdiesel fahren. Ja gut. Genau. Aber dann, wenn sie jetzt, was haben sie jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Traktoren. 8 Traktoren. Ist doch wieder alles gut. Ist doch wieder alles super. Ja. Ja, Hagi ist dabei, Hellraiser. Dann aus Österreich, der Gambler. Dann haben wir den... Evolution K, ich habe den Namen vergessen. Kim. Ja, den Traktornamen habe ich vergessen. Little Evo, so. Mein Gott. Dann den Red Raptor und Streaming International. Also das kann lustig werden dieses Jahr. Ja. Und gut, geben wir die anderen 600er. Genau, geben wir die anderen 600er. Und kommt da auch was Neues? Ja, ein Traktor, das, nee, 2 sogar. Beziehungsweise 3. 3 neue Starter bekommen wir. Zumindest sind sie gemeldet. Einmal ein Traktor namens Freaky Ford. Wie der Name schon sagt, wird es ein Ford-Motor werden. Ein Ford V8-Motor wird darauf gebaut werden. Ah.
Der Besitzer kommt wohl aus dem Umfeld der Familie Höppner. Also es ist keiner der Höppners, aber wo ein guter Freund, guter Bekannter das der hat Familie Virus Höppner. Ausgebrochen, Ja, ich glaube auch. Die stecken ganz schön viele Leute an. Dann One of a Kind. Das ist ein Neubau von Jan Daunheimer. Der hat schon bisher mit einem Chevy 305 in der Klasse gefahren. Ja, der habe ich wird, schon davon gesehen. Ich noch nicht tatsächlich. Der wird mit einem Mazda V6 Turbo an den Start gehen. Mhm. Und gerade Mazda V6 war es, da waren auch noch andere. Aber warte mal. Also das ist das, was ich so gehört habe. Mhm. Und der Angry Hunter, das ist der dann dementsprechend der alte Trecker vom Jan Daunheimer. Der wird als Angry Hunter auch wieder an den Start gehen. Und ansonsten, was wir letztes Jahr hatten, Art of the Limit, dann Black Mamba, License to Kill, dann dieses Jahr mit Farbe dran, wurde mir gesagt. Ja, und mit einer komplett renovierten Antriebseinheit. Genau. Und anders gemacht. Und anders alles. Das stand bei uns in der Werkstatt. Ja. Thorsten hat ein bisschen erklärt. Ja. Dann konnte so nichts viel werden. Also. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, das hat er clever gelöst, was ja. er gemacht hat. Wir haben Insanity natürlich mit dabei. Wir haben den Masterpiece mit Raphael Rehbach dabei. Mr. Easy ist dabei. Topolino und den Schluckspecht. Und ja, also V8 gegen Turbo 6 Zylinder und Turbo 4 Zylinder. Was wird sich gegen durchsetzen? V12. Und gegen Jan, der darf komplett rausstechen mit seinen zwei Motoren. Ja. Ja, das wird die Gartenpulling-Szene dieses Jahr werden. Erster Lauf wird in Anholt sein. Dieses Jahr nicht in Fürchtdorf, aber in Anholt werden sie sein. Ja, Fürchtdorf wird einfach zu voll. Die müssen ja, wie gesagt, die Superstocks da als dritte Klasse mit in den Eurocup auch noch nehmen. Und dann quasi als vierte Klasse dazu, so, ne, also vier Klassen. Also Armstocks werden immer mehr und das Fahrerlager ist einfach nicht groß genug da. Mhm. Ja, man muss man sich dann von irgendwas trennen und das sind halt die, die dann, am, ich sag mal, wenn man es krass hat, am wenigsten Umsatz an der Bierbude machen. Traurig, aber wahr. Ja. Aber wie gesagt, in Anholt sind sie zurück, wo sie letztes Jahr nicht starten konnten, dann dürfen sie dieses Jahr wieder kommen, morgens ab 10 Uhr. Ja gut, Anholt haben wir ein Mega-Programm gemacht jetzt ja. an dem Tag und das ist auch cool. Ja, Gott sei Dank. Für alle was und da ist wirklich für jeden was dabei, das ja, kann man so sagen. Dann es wird schon. Also kommt nach Anholt, wenn ihr Gartenpulling sehen wollt. Ja, sonst vielleicht einige Veranstalter, die noch so Sachen baden haben und noch so ein bisschen lustigen Kram für einen Samstagnachmittag suchen. DTTO Gartenpuller kann man auch als eigene Veranstaltung kriegen. Ja. Und die Gartenpuller freuen sich über jede Veranstaltung, die ja, wir kriegen können. Ja, auf jeden können. Fall. Mhm. Alle super nett und helfen auch alle mit, dass die Veranstaltung einen zügigen Ablauf kriegt. Das für alle, die das überlegen, kann ich nur Werbung für machen. Sie geben sich Mühe. Sie geben sich Mühe, genau. So, dann gehen wir mal ins Farmpulling. 3,5 Tonnen Sport. Mhm. Wir haben 25 Traktoren gemeldet. Mhm. Das wird immer mehr. Von wegen Flaute. Mhm. Das wird wie so ein Ameisennest. Da kommt irgendwie immer mehr raus. Für ein Eier zu legen. Wir haben ein paar Namen, die sagt mir jetzt so nichts. Bei einem konnte ich rausfinden, wer es ist. Und zwar da. Der Red Obsession von Hans Hermann, ehemals Hans Hermann, ist ja verkauft worden. Und zwar wird das Team den Namen Wrecking Ball tragen. Ist auch schon so ein schöner Aufkleber an der Seite drauf. Habe ich auf Instagram das Foto gesehen. Ich habe aber leider das Team, der die Seite nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich jetzt mich mal beholfen mit einem alten Bild von Hans Hermann noch. Ja gut, ist der gleiche Trecker. Ist der gleiche Trecker. Noch haben wir keinen Saisonstart, noch müssen wir keine aktuellen Fotos haben. Genau. Wenn keiner welche schickt. Genau, wir sind für offen für Fotos. Ja, also wenn ihr in die Show wollt, schickt uns Bilder. Wenn ihr geheime Projekte habt, die könnt ihr uns ruhig erzählen. Auch mit geheimen Projekten. Ja, dann habe ich ohne Bild leider den Green Fire. Sagte mir gar nichts der Name. Ja. Dann haben wir auf der Liste noch einen neuen Namen, Kolbenfresser. Habe ich auch keine Informationen drüber. Und Italian Stallion. Klingt nach Fiat, habe ich mir auch so gedacht. Wenn man inzwischen mal ein Herz gefasst haben und aufhören, in der Hobby-Sportklasse rumzuterrorisieren und sich mal mit anderen Leuten messen, die auch das so ernst nehmen wie er. Wie gesagt, habe ich keine Informationen drüber. Wäre doch mal was. Ja, und ansonsten gucken wir mal rein. 6R Express ist dabei, der Black Edition ist dabei, Black Evolution ist dabei, dann Black Magic, der Bloody Bones ist wieder gemeldet, der Fate Webel ist dabei. Ja, der Giftzwerg, die Green Molly, Hulk, Hunter, der
Meisterjäger ist dabei, No Mercy, der No Mercy Traktor ist übrigens zu verkaufen, stand letztes bei eBay drinne. Wer da also noch in die Sportklasse einsteigen will und ja gleich was Gutes haben will. Ja, und gleich mit dran denken, das ist ein ehemaliger Superstock. Genau. Da kannst du auch so einen Supersport von bauen. Also im Vergleich für eine Sportklasse ist das zum Teil etwas edel, ja, was da drin steckt. Also da kann man gut drauf aufbauen. Ja. Ja, Raging Green ist dabei, Showdown, der Red Thunder. Ronny will seinen Titel bestimmt verteidigen diesen Jahr. Wenn deine Frau ihn lässt, ich weiß das nicht, ob vorhin was auch immer. Der Terrence ist auch gemeldet. Dann oh Gott, das hört ja gar nicht auf. Ja, die hatten wir schon. Gut. Turn It Up, White Puma und die Uschi. Und dann haben wir noch zwei Traktoren, zu denen ich leider gar kein Bild gefunden habe. Das ist einmal der IRC 1466 XXX Team Flaysheim. Ja, der die aus Haltern. Ach, die aus Haltern. Ah, okay. Hatte ich aber kein Bild zu gefunden jetzt so schnell. Ja. Und der Sledfighter, der Fendt, ist auch dabei. Ja. Genau, 25 Starter. Bin mal gespannt, ob wir sie alle mal auf einem Platz sehen werden. Könnte passieren. Wäre lustig auf jeden Fall. Sehr lustig. Arnold Füchter sind da so Kandidaten. Da ist noch nicht alles kaputt und alle noch wild zu. Und ist relativ zentral gelegen. Ja. So, 4,5 Tonnen Sport. 26 Starter, da geht's dann weiter. Ja, da kommen die ganzen 3,5er und dann kommen ein paar 4,5er, aber vielleicht sollte man sich doch mal überlegen, ob das Sinn macht, immer zwei Klassen zu haben. Also ich weiß, Timo aus dem Turn It Up hat es zum Beispiel nur noch auf die 3,5 beschränkt. Ja. So, das ist ja gut und schön, wenn man zwei Klassen fährt, aber man sieht, was dabei rumkommt. Wenn ich als Veranstalter auch mal 50 Starter in zwei Klassen habe und am besten stehen doch alle da zu protestieren und wollen zwei Züge fahren, ist der Tag vorbei. Ne? Und dann muss man auch mal überlegen, ob das so fair ist für die Leute, die dann wirklich einen Traktor haben, wo man nur eine Klasse mitfahren kann. Mhm. Wenn nicht genug da sind, ist das überhaupt keine Diskussion, aber man muss nicht, also ich sag mal, so eine Klasse mit mehr als 15 Treckern wird schon irgendwann. Ich meine, es ist schön, wenn wir Trecker haben. Ja. Aber die Holländer haben es ja zum Beispiel auch so gemacht, da die ja auch so viele 3,6er haben, oder 4,5 Supersport und was weiß ich was sind, die an allen Spielklassen, ja, haben sie das Zwei-Liga-System. Ja, es hat ja dann auch irgendwann mit Wettkampf nichts mehr zu tun, wenn da 3 Stunden zwischen den Starts liegen, so ungefähr, ne? Ja, siehe Bowling Green. Ja. Das ist so ein Thema, wo du dann gesagt hast, wenn du einen Testpull hast und dann Ding als Ende der Klasse zurücksetzen lässt bei den Minis oder bei den Tourhydrats, dann kannst du ja so ein Fahrerlager fahren, kannst Ruhe Barbecue machen, genau, kannst dich dann langsam wieder auf den Weg machen. Dann kannst du jeden 90 Meter geben und die letzten 10 werden gewürfelt, so ungefähr. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall 26 Starter in der 4,5er Sport. Ich werde sie jetzt nicht nochmal alle vorlesen, die in der 3,5 schon gemeldet sind. Seht ihr ja auf den Bildern, da sind ja ähnliche Bilder bei. Wir haben auf jeden Fall neue Namen, die ich gelesen habe, das ist Enjoy the Limits. Sagte mir tatsächlich gar nichts, ist für die 4,5 und 5,5 Sport gemeldet. Dann Green Fire auch in der Klasse gemeldet, der Kolbenfresser auch. Und Red Thunder, wo ich erst gedacht habe, das ist Ronny, aber Ronny ist als Red Thunder Belarus gemeldet. Und in der 4,5 und 5,5 Sport ist auch ein Red Thunder gemeldet. Und da fällt mir nur einer ein, der noch so einen Trecker hat, nie haben, mit Red Thunder als Namen. Ich weiß aber nicht, ob das er ist. Keine Ahnung. Okay, ich habe auch kein Bild dazu jetzt. Mir fällt der Name nämlich vom Fahrer auch gerade nicht ein. Ist auch ein relativ bekannter. Gut, keine Ahnung. Wirst du wahrscheinlich sagen, wenn ich dir zeige. Ich stehe gerade am Schlauch, deswegen. Wenn ich dir zeige, werde ich wahrscheinlich sagen, ach ja, der. Ja. Ja, in der Klasse auf jeden Fall dazugekommen. Das Black Beast ist dabei. Wieder dabei. Ja. Wieder dabei, genau. Ja, die Traktoren. Der Oliver, wollte ich sagen. Die Traktoren kennt ihr alle, aber nein. Der Oliver ist natürlich gemeldet. Der Red Power und der Red Baron sind in der 4,5 Tonnen natürlich auch vertreten. Und die Traktoren habt ihr alle gerade schon gesehen. Ja. So, dazu haben wir noch in der Liste, die noch dazu kommen, einmal den Fendt XXX2 aus Team Flesern, wahrscheinlich auch aus Haltern dann. Ja. Und ja, was ich gerade sagte, der Red Thunder, wo ich eine Vermutung habe, wer das sein könnte, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen habe ich auch kein Bild rausgesucht. Wir sind nicht allwissend. Nee, wir sind nicht allwissend. Mir fällt auch der Name leider nicht ein, von dem, den ich meine. Deswegen, keine Ahnung, egal. Ja, dann sag doch einfach gar nichts. Lachen wir das. Aber das kannst du ja nicht. Nee. Fünfmal. Fünfmal Sport. 9 Starter. Ist auch gewachsen, die Klasse. Schön. Ohne Bild habe ich den Belarus 1523. Sagt mir auch so nichts. Ist auch für die 6,5 Sport gemeldet. Ja, also ein großes Stück. Ein großer. Ja, der. Ein Belarus, sind das nicht Knicklenker, wenn die ganz groß sind? Oder ist das eher mit dem, dieser auf alt gemachte Trecker, den wir mal in Sonsbeck irgendwann gesehen haben? MMF war das, ne? Ja, okay. Nee, das war der, aber kein Belarus. Genau, ja, nee, dann habe ich das doch. Egal. Ja, 5,5 Tonnen Sport sind auf jeden Fall Live Power Old Gym aus Sonsbeck, kommen wieder mit dazu. Dann die üblichen Verdächtigen aus der 4,5 Sport. Und
Ja, dann die ich gerade vorgelegt habe, Enjoy the Limits wäre noch dabei und der Fan Triple X2 aus Flesheim und der Red Thunder. Und ja, in der 6,5 Sport haben wir dann drei Starter. Ja, gut, das ist dann. Das dünnt sich dann irgendwann ein bisschen aus. Das sind die beiden Akkaloko-Team Live Power und Old Jim und der Belarus 1523. Lass uns überraschen. Mal gucken, was passiert. Also, Ja. aber man braucht drei Trecker, um die Meisterschaft anzumelden. Die haben sie gekriegt. Also wird die Klasse gefahren. Ja. Finde ich gut. So, aber Supersport. jetzt kommen wir zur Königsklasse der Sporties. Zum. Zur deutschen Königsklasse, sag ich mal. Ja. Die 36 Supersport. Wir haben 20 Traktoren eingeschrieben in der deutschen Meisterschaft. Zwei neue Namen habe ich gelesen. Einmal Bad Habit und einmal Mr. T. Sagt mir beides nichts. Ich weiß von einem Trecker aus Schleswig-Holstein oder von einem Menschen aus Schleswig-Holstein, der einen Traktor aus Dänemark gekauft hat für die 36. Könnte einer von den beiden sein. Ich weiß aber nicht welcher, deswegen haben wir das einfach mal so gelassen, wie es ist. Wenn jemand Informationen hat, darf er uns die gerne zukommen lassen, aber auch nur was, wenn wir das veröffentlichen dürfen. Ja, das ist das Nächste. Nicht, dass wir wieder Ärger haben wir ja nicht gekriegt, aber. Wir haben das öfter mit nach dem Motto, hier, so und so ist das, aber erzähl da nichts von. Ja, dann bringt uns das nicht viel. genau, und der Recher habe ich aber kein Foto von gefunden. Habe ich tatsächlich ganz. Es war auch viel gefahren, aber ich habe tatsächlich kein Foto gefunden von dem Trecker. Es tut mir leid. Jetzt wollte ich es aus dem Video schneiden können. Das hätte ich Da machen hatte ich ein können. paar Mal. Hatte ich dann aber tatsächlich dann auch Ja, für irgendwo. Fotos sind wir ja, wie gesagt, nicht selber zuständig. Genau. Das musst du bei Shizu, bei Jan oder bei. Genau, deswegen, da bin ich nur, da sind wir selber nur Kunden. Ja. Ja, also gemeldet sonst für die Meisterschaft der Airbus One, der Bad Justice, der Black Edition. Nee, Black. Wie heißt denn noch? Black Madness. Oh mein Gott, ey. Das Hirn ist eingerostet. Blue Trouble, dann Destructive Deer, dann Janosch mit dem Duke of Deer. Wir haben den Feldjäger dabei. Wir haben Just for Fun dabei. Wir haben Lady in Red dabei. Mighty Quinn. Dann die Rückkehr von Keule. mit, Zack. mit, jetzt hab ich den Namen auch vergessen. Oh Mann, ey. Ich hätte mir doch die Liste ausdrucken sollen. Damit du sie dann hier vorliest, das kann jeder auch auf der Ja. Webseite. Keule kommt wieder, so Keule kommt weiter. wieder, so weiter geht's. Mirko war auch dabei. Mirko ist dabei. Ja, Pudding mit Red Evolution, der Hurricane ist dabei, Red Ripper, Simply Grey und Smokey Beast. Verdammt große Klasse und verdammt viele Trecker auf einem Level, wie wir behaupten. Ja. Also, das Ja, ist. sie arbeiten auch darauf hin, dass sie das auf einem Level halten. Ja. Also ich war jetzt ja am Wochenende, wie gesagt, in Kleinvollstedt und da sind die ganzen Jungs aus Holstein ja auch. Und es ist wohl so, dass die in der ETPC jetzt versuchen, mit Druck aus Dänemark und so ein bisschen aus Holland, die Klasse in den Regeln etwas weiter aufzumachen. Nach dem Motto, wir haben jetzt so hochfrisiert, unsere Standardschlepper können das nicht mehr. Wenn man sich überlegt, die Klasse ist gemacht worden, weil sie gesagt hat, wir möchten mit Standardschleppern fahren. Mit Wenn Standardmaterial. sie die Höhe haben wollen, dann sollen sie Pro Stock fahren. Ja, richtig. Das ist aber eine Logik, die da irgendwie nicht zugange Und dann kommt. kriegen wir Und wieder eine neue Klasse. ja, das ist ja was anderes. Das Problem ist, wir dürfen die Klasse, die wir da haben, nicht kaputt machen. Nee. So So. viele Starter, wie wir haben in Holland, in Dänemark, in Ja, auf Deutschland. alle Fälle ist jetzt wohl so ein bisschen in Deutschland so der Punkt, lasst uns die international machen, was sie wollen. Wenn die sich ihre Klasse kaputt schießen wollen mit drei tollen, super tollen Leuten, die richtig viel Geld ausgeben und der Rest kommt nicht mehr hinterher, lass sie das tun. Das ist nicht gut für den Sport. Wir versuchen das auf einem Level und auf einer guten Show zu halten. Und ich muss ehrlich sagen, es ist in Deutschland neben den Sportklassen, neben der 3,5 und 4,5 Tonnen Sport, die spannendste Klasse, die wir überhaupt auf dem Starterfeld haben. Ja, weil du nie weißt, wer gewinnt. Nein, Überhaupt nicht. nein. Das ist so alles eng beieinander. Ja, Deswegen. und es macht doch auch keinen Unterschied, ob die Dinger jetzt 5 Meter weiterfahren oder 10 oder nicht. Im Massenbremsgang zwei Meter eher. Ja, also das ist ja nicht so, dass das jetzt Blödsinn. drastisch jetzt viel schneller am Rad drehen würde oder Also nicht, so. also man muss sich mal überlegen, nicht umsonst ist die 36 Supersport, ich glaube, bis auf zwei Veranstaltungen auf jedem Event gebucht. Ja, besser kannst du es nicht hinkriegen. Was willst du denn mehr? Never change a winning team. So So, ist das es. dazu und meine Meinung. Genau, ich sehe es ähnlich. Ja, ich habe damals schon gekämpft, dass sie keine Components kriegen. Wollten sie auch nicht einsehen. Gut, Component kann man irgendwo noch verstehen, macht es günstiger am Anfang, aber oder auf lange Sicht günstiger. Aber ja, das sind auch keine Megakosten, wenn man es selber Ja. baut. Ne? Aber bildet Blöcke und bildet Köpfe und was der Geier, was sie jetzt noch vorhaben. Dann sollen sie Pro Stock fahren. Ja, sollen sie. Mein Gott. Von mir aus können wir auch noch eine 7 Meter pro Stock machen. Das kann ich ja noch verstehen. Das wirst du ja sogar in Deutschland noch zugange kriegen. Ja. Apropos Pro Stock, lass uns mal den Traktorpollen-Sektor übergehen. Und zwar Pro Stock haben wir einen gemeldeten Traktor, und zwar den Blue Wendelin. Aber zwei am Start. Zwei am Start, da kommen wir auch gleich zu.
warum und wieso das so ist. Die Pro-Stock-Klasse wird tatsächlich zweimal gefahren in Deutschland, allerdings dann als Showlauf mit Gaststartern. Es wird keine Meisterschaft in der Pro-Stock-Klasse geben. Fehlen die drei Trecker. Fehlen die drei Trecker, was wir gerade schon mit der 6,5 Sport hatten. Dafür haben wir aber ja in Deutschland dieses magische Wort Limited Superstocks mal dazu gekriegt. Ja. Und da hat sich tatsächlich von den Namen her gar nicht viel getan. Da haben wir die gleichen 7 Trecker wie letztes Jahr auch. Wir haben... Immerhin sind 7. Wir haben den Giftzwerg dabei, wir haben den Sonic dabei, dann den Backfire und ja, Lille Björn ist auch wieder dabei. Wobei, stopp, ich... jetzt kriege ich Ärger von Marci. Das hat sich ja wohl was getan. Der Never Done ist auch dazugekommen. Immerhin hast du auf dem Bild. Ja, ich habe ihn auch auf dem Bild. Aber der war so oft dabei. Der war so oft dabei, der gehörte für mich schon zum Inventar. Ja, das ist Tobi Paus ist immer am Start und Yellow Nightmare hat am Wochenende oder hat vor 2 Wochen in Putten ja schon gezeigt, da geht was. Mhm. Und, In Lingen-Emsland sind sie auch wieder am Bauen. Oder so. Ja, habe ich auch schon Bilder gesehen. Interessante Nummer. Da kommt auch noch ein bisschen was raus. Ja, werden mehr. Werden mehr. Ich meine, ist auch keine ganz günstige Klasse, darf man nicht vergessen. Ne? Das ist so. Das ist so. So, Superstocks. Klein, aber fein, will ich mal behaupten. Mhm. Ein Starter, aber die haben es in sich. Also, dass der Giftzwerg, ist tatsächlich auch in die Superstock-Klasse eingeschrieben, dass der aber in den Superstocks auch mithalten kann, wenn er will, das hat er also wenn die anderen schlechten Tag haben, dann ist er damit bei der Musik, überhaupt keine Frage. Das hat er in Grumbach auch gezeigt, dass er da gar nicht so weit von ab ist. Ja, also man hatte ja mal kurzzeitig überlegt, die Limited Superstocks mit dem Pro-Stock zusammenzustecken, das war jetzt nicht so eine clevere Idee. Nee. Also ich finde, so wie es jetzt ist, schon gar nicht verkehrt. Passt ja ans Reglement. Mein Gott, weil der Motor kleiner ist, wenn nur einen Turbo hat, ist er ja nicht außer der Limits. Das ist so. So, und wenn das für ihn mehr Puls gibt, soll er doch machen. Viel Spaß. Ja, gerne. Dann, unten sehen wir einen Diesel. Also vielleicht zur Frage der Woche. Wir hätten theoretisch doch einen Diesel-Superstock, wenn man es streng nimmt. Nein, ist das genauso wie gerade mit dem Limited-Superstock. Das ist ein Pro-Stock, der passt halt ins Reglement, der Superstock rein. Und deswegen... Ja, Jörn möchte nicht auf den Jungs rumhauen, die da sich eventuell noch in die Plus-Stock-Klasse trauen könnten. Mhm. Er will mit dem Ding auch Eurocup fahren, das heißt, er geht da ganz anders ran. Und dann ist er, wenn er hier probieren und fahren möchte und das mit einer vernünftigen Bremswagen-Einstellung, wo der Rest der Klasse nicht total dirselig aussieht, geht man besser in die Superstock. So völlig vernünftig und gut gemacht. Finde ich eine super Sache. Unterschreibe ich so. Ja. Ja, und ansonsten die üblichen 4 Verdächtigen. Das Team Kaiser ist dabei, der Genie Evolution ist dabei, das Midnight D-Team und der Yellow Dream ist am Start. Ja, und wenn die Klasse am Start ist, haben wir auch grundsätzlich immer einige ausländische Starter mit dabei. In der Regel ja, aber auch wenn sie so fährt. Sagen wir mal, 6 Trecker ist schon mal was. Und ich glaube, wir hatten sie ja. Wenn du noch 2, 3 dabei hast, dann hast du langsam mal so richtig schöne Klasse. Ich glaube, das ist meistens der Fall. Ich glaube, in Sonsbeck hatten wir sie ja nur deutsche Starter und auch da, in Seifertshofen letztes Jahr. Und auch da haben sie eine Supershow abgeliefert. Ja. Also die Superstocks in Deutschland, nach dem Tief, was wir mal hatten, wo es quasi fast nur noch den Fiat Super Agri regelmäßig gab. Ja, ich meine, das ist der Schritt, ich meine, das kannst du ja sehen, hier sind 4, ich sag mal, modern aufgebaute Alki-Burner. Ja. Komponent mit Alu-Zylinderkopf und so weiter. Wenn man das Ganze mal zusammen hat, ist das eine relativ... Ich will nicht sagen billig, aber bezahlbar zu betreibende Geschichte. Meinst du im Unterhalt dann? Im Unterhalt, ja. Ne? Ich meine, die Klamotten kosten viel, aber es ist nicht so, dass einem das jetzt ständig um die Ohren fliegt. So ein Alukopf kannst du immer wieder schweißen und nacharbeiten. Gut, die Alupleu, die da drin sind, das ist dann irgendwann oder ja einfach nur Verschleißmaterial. Aber wenn das alles vernünftig steht und läuft, dann frisst der nicht so mega viel Brot. Ne? Es ist nicht wirklich so jetzt... Da was weiß ich, wie beim V8-Schlepper regelmäßig Kompressor da alle 20 Züge über 5 Minuten nach Plolle austauschen musst oder solche Geschichten. Da hast du dann nur 6. Mhm. Ja. Ja. Also aber die Anschaffung einmal kostet natürlich. Und Lehrgeld zahlen. Ja, man muss es lernen, ne? Genau. Ja, wenn du es nicht, weißt, wie du es machst, oder wenn du was probierst und es geht nicht so rund, dann. So ein Methanolmotor ist kein Benzinmotor, das funktioniert ganz anders. Das ist so. Dann lass uns mal an unsere Limited Modifieds kommen. Jo. Da haben wir dieses Jahr 2 neue Namen auf der Liste. Mhm. Und zwar einmal Dance or Die. Man sieht jetzt noch eine 4 von dem Trecker. Das ist der da oben. Das ist von Jonas Lehmkohl, der Trecker. Den hatten wir ja schon mal vorgestellt. Das alte Whispering Giant Chassis mit dem Zwetster M503 Motor mit dem V12.
den riesigen V12, würde ich mal sagen. Ja, ist doch geil, dass wir so ein Ding dazu kriegen. Das ist, macht super Spaß. Wer das mal in Action sehen will, guckt einfach mal Tatjana aus Finnland. War auch in Fürchtorf bei der Europameisterschaft in 2012 dabei. Schaut da mal rein, dann seht ihr, was da... 64 Liter oder was hat dieser Motor? 64 Liter V12. Ja. Mit Drehkurs wieder 2,5 oder sowas. Egal, aber ein Sound, ey, den ist nicht, der ist nicht zu ersetzen. Ja, und kannst du mit dem Kompressor da vorne vor Augen. Ja. Immer so mit dem Radiallader. Mhm. Interessante Nummer auf jeden Fall. Wir wünschen viel Spaß beim Aufbau. Der Name war aber Alex auch rot in der Liste. Von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Jahr kommt, ist ja, relativ gering. Ja. Aber er gibt alles, dass er zum Ende der Saison zumindest mal einen Testzug machen kann. Von daher drücken wir da ganz fest die Daumen, weil jeder Nachwuchs in der Klasse ist. Ja, er muss ja keinen neuen Träger komplett von Null bauen. Er muss ja nur das Motor auf dem bestehenden Chassis setzen. Und den Motor wahrscheinlich einmal richtig... Einmal überholen. Ja, dann haben wir den I Know auf der Liste. Das vermute ich mal, wird, weil sonst passt es nirgendwo. Das wird Sven Meyer-Johann sein mit dem Double Trouble. Ja, auch da muss ich korrigieren. Sven habe ich zufälligerweise in Grasberg getroffen. Der Trecker ist zur Reparatur, aber nicht in Schweden, sondern in Dänemark. Jesper hat ihn. Ah, guck an. Jesper repariert ihn. Jesper baut ihn wieder zusammen. Schön. Ja, dann kann das ja vielleicht doch klappen, dass der Traktor dieses Jahr relativ... auf die Bahn kommen. Da gehe ich von aus. Also ist auf jeden Fall nicht als rot markiert gewesen. Nein. Also sie wollten ja fahren, wie gesagt, wenn der Motor nicht festgesessen hätte, dann... Ja gut, so ein Iveco V8 jetzt, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also. Keine Ahnung, kann ich nur von außen den Motor. Ja. Dann haben von innen nicht viel anders aus als das, was wir haben. Das, okay, also sonst musst du beim Bär auf dem YouTube-Kanal gucken, da kannst du ab und zu auch mal reingucken. Ist okay. Der gleiche. Okay, muss ich nochmal gucken. Ja, ist so klar, dass das der gleiche ist, aber... ja, was haben wir noch für Neuerungen? Wir haben den Bad Boy, der hat einen Intercooler gekriegt und Polar 2000 Reifen. Wie wir schon gesagt, die alten Lambada-Reifen sind hinten drauf. Mhm. Beim Blackout passiert auch einiges. Der Traktor war im Winter komplett auseinander. Der wird auch relativ neu zusammengebaut. Zumindest habe ich da sowas... Er soll mal ein paar gelbe Streifen dran machen, dass man das auch fotografieren und filmen kann. Benny, hast gehört? Ja, schwarzer Trecker ist auf dem Foto immer, wenn du dich irgendwann wunderst, warum du nirgendwo auf dem Foto erscheinst, wenn du deinen Trecker schwarz machst und du hast einfach nur eine schwarze Masse, dann geht nicht. mach gelbe Streifen einmal eine Runde oder so. Ja. Das hilft gewaltig. Benni, du hast Hausaufgaben. Ja. Dann, Blue Wendeling wieder dabei, Schluckspechzer Raptor natürlich wieder am Start. Ja. Ja, und Silver Fox dabei, The Bears dabei, Tasmanian Devil hat sich wieder eingeschrieben, freut mich auch sehr. Ja. Ja, und wir. Wenn wir dann Anhänger zugang haben. Wenn wir dann Anhänger haben. Ja. Also falls wir versuchen immer noch eine zuverlässige Transportmöglichkeit. Wir haben eine, aber die kann immer nur 2 Tage vorher zusagen. Ja, deswegen wäre es schön, wenn ihr da irgendwas habt, was unseren Trecker transportieren kann und das nicht irgendwie jetzt in Pusemuckelhausen liegt. Ja, ansonsten Malle und Kevin sind fleißig. Ja. Ganz neue Elektrik drin und das heißt nicht ganz neu. Also der Hauptkabelstrang von Schepers Motorsport ist immer noch da, aber... Aber wir haben den Kasten neu gebaut. Der ganze Kasten ist neu und Motor hinten ist neu, komplett neu und so, ne? Und ja Kupplung ist gerade in der Abnahme und Glocke wird neu lackiert oder ist neu lackiert, hat Mark gemacht. Mhm. Ich halte mich raus, ich bin inzwischen so weit, dass ich nur noch dusselig daneben stehe, wenn die sich da auf den Parcours stürzen, weil ich einfach keine Zeit habe dazu. Und wie sagt man so schön, die Jungs schrauben, Sascha bezahlt und die haben ihren Spaß. Ich darf dann filmen. Ja, ist doch gut. Ja, toll, nein, eigentlich nicht gut, aber... Nutzt nichts. Es hilft mir nichts, wenn ich einen Trecker habe, den keiner sieht, wenn er fährt. Das ist so. Wenn er denn fährt. Wir geben uns Mühe. Ja. Ich lerne auch immer noch, da frei ist. Weil der Spruch, der Trecker läuft nicht, weil Mackin dran schraubt, den könnte er seit ungefähr 1,5 Jahren sowieso total vergessen. Das ist so. Habe ich nämlich zu hören gekriegt. Ja, nee, das ist vorbei. Mittlerweile. Nein. Kein Tiet. So, dann Mini-Puller. Ja, Invasion. Die Invasion. Wir haben 14 gemeldete Trecker in diesem Jahr. Ja, vor 3, 4 Jahren sind wir 4 oder 5. Ja, und da alle gesagt, oh, die Klasse geht tot hier in Deutschland. Und jetzt haben wir immer. Trecker, bucht mal noch keinen Bremswagen, das lohnt nicht. Jetzt haben wir 14, liebe Veranstalter. Und zwar coole, verdammt coole Trecker. Ja. Ich habe extra eine Seite gemacht, nur mit den Neubauten erstmal. wir fangen an. Green Scare, den hatten wir letztes Jahr schon ein paar Mal gezeigt und der Trecker hat Farbe gekriegt. Mhm. Deswegen sind die Posts auch immer nur noch schwarz-weiß. Ja, weil der Trecker schon Green Scare heißt, ne? Wenn man das Farbschema des Teams kennt, dann könnte man sich denken ungefähr, wie er aussehen könnte. Ja. Aber man weiß es ja immer nicht. Auf jeden Fall, der Green Scare kommt mit dem Donovan Hemi vom alten Phoenix. Dann, wie wir letzte Woche schon gezeigt haben, der Keaton Kerr Jr.,
Ist die Frage, wann er kommt, weil auch da wird viel gebaut. Ja, ich denke mal, Arnold könnte schwierig werden, aber vielleicht im Laufe der Saison, dass er dann so plötzlich mal auf der Bahn steht. Also faul sind die im Haus, so heißt aber nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also. Auf gar keinen Fall. Dann haben wir den Next Level, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Das ist der alte Redneck Science aus Dänemark. Mhm. Und mit dem Trecker kommt ein relativ berühmter Name wieder zurück in den Pulling-Sport, und zwar der Name Daniels. Das gehört zur Familie Daniels. Mhm. Der Neffe von Peter Daniels, der den Trecker gekauft hat. Ja, guck, so ist das mit den alten Herren, die ihre ganzen Kinder und Neffen und Nichtmann gesteckt haben. Ne? Da bin ich auch einer von. Ja. Wir haben den Stormy Lightning aus Finnland, den hatten wir auch letzte oder vorletzte Folge schon erwähnt, und den Challenger beide aus dem Tause Höppner. Also da hat sich einiges getan. Und wir haben noch einen neuen Trecker, dann habe ich aber kein Foto und keine Information drüber, und zwar Money for Nothing. Geld für nix. Weiß ich, also ich, wenn ich irgendwie was verpasst habe, dann lasst es mich wissen, aber ich habe kein Bild, keine Information darüber, stand in der Liste drin. Lass uns mal überraschen, was da so. Was so, genau, wait and see. Ja, ansonsten noch Peacemaker, bleibt in der DM, hat aber das Haus gewechselt, ist jetzt nicht mehr bei Mike, was wir letzte Woche auch schon besprochen haben, sondern beim Kamikaze-Team. Dann das Team Hofer wird mit dem PH Little Truck an den Start gehen, der Cat Wiesel, ja, nach dem schweren Unfall in Hasmoor, auch in diesem Jahr nicht in der Meisterschaft gemeldet, also werden sie diese Saison erstmal nur mit einem Traktor weiterfahren. Dann Jokey. Ja, die haben andere Pläne da. Okay, gut, du weißt, wo wir sagen, du. Der Jokey ist dabei wieder, dann Little Bastard aus der Schweiz, unsere Schweizer Freunde. Ja, Another Grave Digger, der Hothead ist dabei. Dann Mike hat auch den High Full Eight eingeschrieben, obwohl ich glaube, so wie... Er wird nicht viel fahren, also das sollte man sich jetzt nicht drauf einstellen, dass er jede Veranstaltung irgendwo stehen wird. Außer Mike hat irgendwie ganz plötzlich ganz viel Zeit und Blut geleckt. Ja, er hat ein bisschen Hilfe bekommen, ne? Also ja. So, ja, ich habe gesehen, da war ein bisschen... Der Trecker steht in einer anderen Werkstatt, also... Ah, warte mal. Arantai sagt dir was, ne? Ja. Ja, wir gehen damit rein. Guck. Man hilft sich gegenseitig. Ja, ist doch schön. Mein ja. Gott, ja. Ja, und der deutsche Meister kommt, Joker. Mhm. Titelverteidigung. Titelverteidigung, Mission Titelverteidigung. Ja, und jetzt wird es stabil gebaut. Was denn? Jetzt wird stabil gebaut. Sind dann ein neues Getriebe. Ja, guck. Damit sowas wie auf der EM nicht passiert. Mhm. Ja, aber man sieht, die Klasse ist unheimlich gewachsen in den letzten Jahren jetzt. Ja, sie hat auch, ich sag mal, nicht dieses verrückten Level erreicht wie in Amerika und in den Niederlanden. Und wie man sehen kann, hat man immer noch die Hoffnung, dass man da mit alternativen Antriebskonzepten, sag ich mal, noch mitreißen kann. Und dann ist das natürlich einmal für die Zuschauer interessanter, ja, aber auch für die Teams. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch so ein Punkt, wo ich sagen möchte, Leute, überlegt euch, was ihr macht. Wollt ihr eine nationale Klasse, die Spaß habt, oder wollt ihr mit drei Leute haben, die sich international bekloppen und zu Hause ist nichts mehr los? Abwarten, also nachdenken. Ich finde es persönlich super, dass wir diesen Wechsel haben. Und wer auf die Fresse Mini-Puller sehen will... Ich habe die Tage noch mit einem von den Jungs gesprochen, die gestern 600 Kilo fahren. Ja. Ich will ein Mini. Wie ist das mit euren LS-Motoren? Ich sage, ja, kannst du günstig kriegen, kannst du auch, weil wenn du vernünftig das machst, kriegst du da 13, 1400 PS raus. Du kriegst auch 2,2 raus, aber dann hat der Motor mit dem Original-LS nichts mehr zu tun. Ich sage, da kannst du ja besser einen Chevy Big Block kaufen. Oh nee, das ist zu teuer. Ich sage, ja, was... Ja... Ich sag, eigentlich müssten wir das so machen wie die Amis. So eine Klasse, ich sag mal hier der 417er vom Greenscare. Die werden sich noch erschrecken, wie klein der Motor ist. Mein LS, wenn ich da eine andere Kurbelwelle reinstecke, ist der genauso groß wie sein Hemi. Und meine Köpfe sind nicht viel schlechter. Ne? Also. Okay. Vielleicht wäre so eine 427er, so eine 7,4 Liter Mini-Klasse vielleicht doch nochmal irgendwas, was man drauf aufbauen könnte. Quasi um diesen Sprung von der 600 Kilo in die Mini-Größe. Dann bin ich bei Automotoren. Ja, und Automotoren kann ich günstig erwerben. Wenn ich Rennmotoren kaufen muss, dann sind die dafür gemacht, dass die das, was man damit treibt, auf die Dauer können. Und das kostet gleich mal 30.000, 40.000. So, okay. So ein LS-Motor mit anderer Kurbelwelle, du weißt, was unsere gekostet haben. Mhm. So, dann packe ich da ein paar andere Köpfe drauf und vernünftiges Innenleben mit großer Kurbelwelle. Ja, dann habe ich 408 oder 427 in den Dingern. Mhm. Je nachdem, wie weit ich so aufbohre. So, also dann habe ich für, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Euro habe ich einen vernünftigen Basismotor. So, gut, Aufladung und so, das kostet alles das Gleiche. Das ist egal, was für ein Motor das ist. Aber dann rede ich aber bei weitem nicht um die Summen, die da kommen. Und deswegen, ja, ich sag mal, wenn du so einen normalen Chevy V8 nimmst,
Was macht der haben, wenn du richtig aufbläst? Vielleicht 1,8. So, die Ja. meisten liegen eher so bei 1,5, 1,7, 1,6. Ja, wie gesagt, wo ist der Sinn? Wenn ich doch Leuten die Möglichkeit geben möchte, zu wachsen in diesem Sport. So ist es. Und dann gibt mir eine Perspektive. Gut, wir haben die Limited Modified jetzt erstmal, da kann man auch noch einigermaßen. Aber das ist jetzt, wechselt sich sehr zur Dieselklasse. Das hatte ich jetzt auch so nicht auf dem Schirm, aber gut, es ist günstig erstmal für den Anfang. Und die Klasse ist gut anzugucken. Ja. Alle wie alle Klassen finde ich dieses Jahr in der DTT überall. So, dann lass uns mal in die erste auf die Fahrt. Oh, kommt wieder. Genau, Gerd ist wieder gemeldet. Light Modifieds haben wir 13 Trecker gemeldet. Wir haben als neuen Starter den Specht, hatten wir ja oben so, schon genau, gesagt. Neuer von. Genau, von Stefan. Und Michael Dickmann hat den Flying Hawk nach dem wilden nach dem Unfall in Grimm. Ja, Unfall weiß er eigentlich nicht. Da war einfach nur böse aufgekommen und dann hast du die Motoren da oben einmal richtig rum und hin und vorwärts und sämtliche Motorhalterung und was weiß ich nicht, alles natürlich. Und so weiter, alles mit in Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen kommt der Traktor jetzt in der 2,5 Tonnen mit einem Conti wieder. Mhm. Und ja, weil man das besser transportieren kann. Das kann, genau. ja, und wenn man gesehen hat, was der Conti, was die Contis da letztes Jahr in der 3,5 Tonnen teilweise angestellt haben. Ja, der kann noch viel, viel mehr, wie gesagt. Ich mach das hier gar nicht erzählen. Da passiert schon noch was. Ja, gehe ich fest von aus. Ja, wir haben noch gemeldet, das Green Monster Team mit beiden Traktoren. Das Mithras Monster und das Green Monster 4 mit dem Single Allison. Dann, wie du sagst, Gerti ist dabei mit dem Isotta Fraschini W18 Motor. Mal gucken, ob er langsam wieder läuft. Ich hoffe es, weil der Motor an sich ist schön. Auf jeden Fall. Ist ein schöner Motor und hat auch so einen ganz eigenen Sound. Mach ich gerne da so zwischen mit haben. Ja, Final Destination. Karl Helmbrink und sein Team. Jetzt kommen wir komplett durcheinander. Karl, Gerd, Johannes, ja. Genau. I Know ist auch da gemeldet für die Klasse. Dann der Rambo. Ja, schöner Neuer. Marco Schreckegast. Ja. Genau, hat letztes Jahr eine gute Premierensaison gefahren. Und ich hoffe, sie können anknüpfen. Dann der Money Pit 1, der letztes Jahr auch sehr gut gelaufen hat. Ja, ich habe ja, als wir bei Bollingers waren, waren die Jungs auch mit dabei. Und sie haben ihm gezeigt, wie sie den Traktor wieder restauriert haben. Der ist ja komplett neu lackiert. Mhm. Wir haben ja die ganzen Bemalungen, die da von Amerika früher drauf waren, die alle nachmachen lassen. Das haben sie Steve gezeigt. Der war gut begeistert davon. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist sein erster Trecker. Den hat er sich als Jugendlicher zusammengespart und dann aus dem anderen gebaut. Und das war sein erstes Lieblingskind. Ja. Und der musste den verkaufen, wenn er einen neuen bauen möchte. Das ist aber eigentlich ganz traurig. Und das fand er richtig toll, dass der jetzt wieder... Ich wollte sagen, dass er halt auch noch genauso aussieht. Ja, auf das den Käfig so, wie in ja, in den Käfig und den Lader, aber gut. Aber, ja, aber sonst ist er eigentlich 1:1 wie in den 90ern in den USA gelaufen ist. Mhm. Ja, Serge Jacobi mit dem Rodolf Junior ist auf jeden Fall wieder am Start mit neuem Hinterachskonzept, was sie uns ja schon geteasert hatten, dass die Achse auch wieder haltbar wird. Mhm. Und genau, dann zwar Seite 2, da haben wir noch so ein paar unsere Limiteds mit dabei, also wir, dann The Bear ist dabei, Schluckspecht und ja, wie gerade schon gesagt, der Specht. Wir wissen ja noch nicht, wie er heißt, aber das ist, ja, unser... Also Bär und Schluckspecht haben natürlich deutlich mehr Potenzial als das, was wir da drin haben. Ich bin ja froh, wenn das erstmal alles vernünftig läuft. Und das ohne Knallpuff-Peng mal überhaupt die Räder länger dreht. Ja, Räder drehen kann, oder? Das wissen wir nicht. Ja, das haben wir in Ede nicht festgestellt, aber trotzdem hat es Knallpuff-Peng gemacht. Ja, wenn dann nächstes Mal die Stromversorgung von der... Das sollte nicht mehr passieren. Genau. Kevin war fleißig. Wenn Strom auf Computer weg, dann Motor aus. Wenn du zwei hast, läuft einer weiter und der andere spuckt einfach nur rum. Kevin und ich haben den Kasten stabil gebaut. Gut. Ich glaube, das passt. Ja. So, hauptsächlich Kevin. Ja. Ich habe eher assistiert. Modified, 16 Starter. Wahnsinnig große Klasse. Natürlich dadurch, dass wir die Limited Modifieds auch mal dazwischen haben, nicht alle auf einem Level. Aber für die Show, wenn du 16 Trecker auf dem Platz hast, das macht schon was. Das macht schon Eindruck. Ja, und wenn es einfach nur so viele Trecker sind, dass man keine Holländer mehr einladen kann. Genau. Ja, aber auch dann bekommen wir jetzt eine verdammt geile Klasse, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, Stefan, wenn er kommt, ist dabei. Der Boomerang ist wieder da. Dann Bad Boy und Blackout starten. Wir haben, ja, und eigentlich so, da sind jetzt die beiden Traktoren drauf, auf die wir das Hauptaugenmerk, finde ich, zum Laufen legen. Uli mit dem Doppelgriffon. Also nicht mit dem, sondern mit dem neuen. Ja, natürlich, ich habe jetzt einfach mal ein altes Bild genommen. Ich war so frei. Aber einfach die Symbolik wieder zu haben. Wir haben wieder einen Doppelgriffon in der 3.5. Doppelgriffon in Deutschland erstmal. Sehr schön. Und dann in der 3.5. Und ich bin sehr gespannt, wie er aussehen wird und vor allen Dingen, wie er laufen wird. Weil eigentlich, so wie man Uli kennt,
der bringt da ja eigentlich nichts mit, was nicht irgendwie halbwegs funktioniert. Der macht das schon lange. Ich weiß, macht das nicht erst seit gestern, deswegen glaube ich schon, dass da was passiert. Ja, und ansonsten Dance or Die, W ist dabei und warum habe ich eigentlich so ein altes Foto vom Erlkönig rausgesucht? Ja, weil er wieder mit dem Rohr mehr kommt. Richtig. Auch wenn er in der 3.5 trotzdem nur drei Stück anhaben darf, aber der Erlkönig kommt mit vier Wobei, Turbinen. weiß ich gar nicht. Die haben auch die Turbinenlimits mal irgendwann angepasst vor einiger Zeit. Ja, aber dann dürfte der Ivan mit drei Turbinen fahren. Ich glaube nicht, dass der Sechs, Erlkönig mit sechs. vier fahren Ja, darf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die IBAN-Turbinen sind mit 2150, glaube ich, oder 2250 angegeben. Die TV2 mit 1500. Aber der Whispering Giant darf oder die anderen Turbinen dürfen auch keine drei Stück. Ja, Dann dann. dürfen auch keine vier Stück in einer dreieinhalb Ja, das fahren. sind aber andere Turbinen. Aber. Aber ich meine, Ich kann ja noch mal ins Reglement du gucken. kannst ja nochmal das Reglement gucken. Ich gehe davon aus, er darf nur drei Stück fahren. Reicht für Deutschland. Reicht für Deutschland. Wobei, nee, reicht nicht. Wenn das Monster jagen will, dann hilft vier schon Ja, gewaltig. dann wäre vier schon gut. Ja. Ja, und wenn du gerade da versprichst, Ivan Monster, natürlich gemeldet. Final Destination. Karl hat sich auch für die 3.5 eingeschrieben lassen. Warum nicht? Warum auch nicht? Genau, der Silberfox ist auch für die 3.5 eingeschrieben. Und ich glaube, das war's dann. Nee, war's noch nicht. Wir haben noch. Ja, vergiss mir unseren Wolpi. Nee, auf gar keinen Fall. Wollte ich ja gar nicht. Und die Money Pits sind beide da in der 3.5 eingeschrieben und der Ja. Tasmanian Devil natürlich Also auch. wir haben schöne Trecker in 3.5, wie Ich immer. will es dir sagen. Ne? Also, Also. wenn die alle auf einem Platz stehen, brauchst du in meinen Augen keine Holländer, Dänen oder sonst wen Gaststarter. Oder was für den Ja, die hast du? Dänen fahren eh keine 3.5. Stimmt, die feiern ja keine 3.5 mehr. Aber dann brauchst du keinen Holländer mehr als Gaststarter. Da hast du vielleicht eine super, Also sie dürfen schon noch Doppelgriffen dazu einladen. ja, Doppelgriffen geht immer. Da haben die Holländer auch genug von. Ja, mehr als wir. Genug weiß ich nicht, aber mehr. Na, immerhin drei Stück Ja. in einer Klasse. Also, das ist schon, ne? Gut. Eine Wir haben wir. werden schwerer. Ah, schwerer. Überall. Letzte Klasse für heute. Die Heavy Modifieds. Ivan, Volpi, der Money Pit. Klar. Bauen natürlich alle keinen weiteren Motor auf. Die fahren, so wie sie auch in der 3.5 Ja, fahren. es ist auch so ein bisschen. Ansonsten, der Bumerang ist gemeldet. Er kündigt dann auf da auf jeden Fall mit vier Turbinen. Der Century Fox, beziehungsweise Century Fox. Century Fox, Entschuldigung. Predator Century Fox. Ja, Wir also lass sind mich doch in nicht im Lateinunterricht Lass mich hier. in Ruhe. Ja. Himmel. Und last but not least, ja, es wird immer wieder angeteasert, auch auf der Webseite, auf der Facebook-Seite, der neue Green Fighter. Richtig, und ja, da kommt noch was. Ich bin, genau, von unserer Seite aus Wir guckt auf mussten jeden so Fall lachen. was. Im Team war letztens ein Bild von einem Modell, das irgendwo auf eBay zu verkaufen war. Da hat irgendjemand sich den Green Fighter so als Modell gebaut, wie er denkt, dass er kommen wird. Und die Jungs waren so, woher weißt du das? War sehr, sehr dicht an der Realität. Ja, okay, wenn du das so sagst, ich habe das Modell auch gesehen, sah sehr interessant aus. Ja. Ja, der Na Green. gut, ich meine, es ist irgendwo machbar. Die Position der Motoren ineinander ist klar und Ja. das Chassis weiß man, ist jetzt ähnlich wie das, was ich sag mal, bei Lambada und Konsorten gefahren wird. Insofern Ist das dann eben, kann ist man sich da ziemlich klar, wie viel das ungefähr vom denken? Prinzip aussehen wird. Ja. Aber den Bau könnt ihr, wie gesagt, schön auf Facebook verfolgen und bis auf Instagram. Und wenn, bei Monster, wir teilen das aber auch regelmäßig die Beiträge. Und ja, die Woche vor Fürchtdorf wird für euch nochmal interessant, wenn ihr regelmäßige Zuschauer von Floating Finish seid. Sage ich mal so. Da haben wir nämlich noch was vor mit euch. Genau. So. Ja, Trecker haben wir durch. Trecker haben wir durch. Wattner Meisterschaft. Wahnsinn. Also, das gibt viel, viel Spaß. In diesem Jahr. Ja. Dann! Soll noch meiner sagen, der Sport hat ja keine Zukunft. Haha. Nee, Zukunft haben wir momentan echt genug. Also genug haben wir davon nie, aber wir haben eine Ja, Menge. selbst die Grünen haben uns nicht runtergerissen und die werden wir auch bald los, glaube ich. Wenn sie so weitermachen, ja. Alles klar, dann denkt dran, liken, teilen, kommentieren. Oma, Opa und so weiter, Oma, ne? Opa Bescheid sagen, das nicht Ja. vergessen. Samstag, 20 Uhr, einschalten. Floating Finish Live mit The Voice of Race, mit Daniel, alles live aus dem Alpha Radio Studio. Genau. Nach der Live-Folge, wir wissen noch nicht, wie lange sie geht, aber Ja, ich habe sie jetzt mal für 2 Stunden angesetzt wir und danach geht es dann bei Twitch mit Musik und genau, so danach geht es dann weiter. in die. Musik können wir auf YouTube nicht machen, deswegen müssen wir dann umschalten. Genau, dann geht es nämlich in die übliche Alpha Radio Party und da seid ihr dann auch herzlich willkommen vom Fernseher. Ja. Und ja, ansonsten. Vielleicht mache ich noch mal eine halbe Stunde Musik oder so. Was denn? Ich mache vielleicht noch eine halbe. Muss ich noch mal gucken. Ich muss noch ein bisschen was raussuchen hier. Mal ein bisschen Gehörgänge verdrehen. Ja,
Dann geht's wieder los. Sascha Spezial. Ja. Hardstyle Mecking kommt wieder. Die Hardstyle kommt dann bestimmt mit. Ja, wir danken auch unserem Sponsor nochmal, Traktor Sporting Hasmo, ne? An dieser Stelle. Vielen Dank. Denkt dran, da werden wir Samstag auch nochmal drüber sprechen. Ja, Sascha hat besprochen, geteasert. Genau. Und ja, ich hatte bei Instagram noch eine Frage gestellt, wie wir denn nächste Woche weitermachen. Ja, genau. Ich hatte gefragt, was wollen wir erst machen? Die NTTO-Vorschau oder die ETPC-Vorschau? NTTO macht immer keine Zuschauer, das will immer keiner wissen. Da habe ich wieder 2000 Zuschauer verfolge und so habe ich immer. Dann denk du dir was für die Folge aus dem Material, dann kannst du das gerne machen. Ah, okay. Nein, das war jetzt kein Angebot. Ach so. Nein, aber so wie es aussieht, werden wir nächste Woche mit dem Eurocup beschäftigen. Ja, das war tot. Das war eine sehr, sehr eindeutige Auswahl. Stand jetzt eine sehr deutliche Prozentanzahl von 80-20 für den Eurocup. Also, ja, wir haben uns wahrscheinlich was noch. Das ist keine Sau. Kann ich interessant machen. Ja, das letzte Mal auch nicht geschafft. Ist egal, komm. Die wollen auch leben, so. Ja, so. Mein Gott. Also, denkt dran, liken, teilen, kommentieren, auch mal Bescheid sagen. Alles klar. Wir melden uns ab. Bis denn. Tschüss. Drück mal Stopp.